Stars up above me, stars in my eyes. Fire below me, starting to rise. I'm my own captain, hanging on tight tonight. Pointless to try and turn back the time. I've never been this old in my life. Load up my spaceship. Hallo, grüß euch, willkommen bei Kosis Deko Tipps. Freut mich voll, dass ihr dabei seid. Heute haben wir uns da im Badezimmer ein kleines Filmstudio aufgebaut, weil leider draußen ist weiß. Wir müssen herinnen dran und deswegen holen wir uns einen Frühling einer ins Haus. Ich habe ganz viele kleine, liebe Ideen und die zeige ich euch jetzt. Heute habe ich mir wieder ein paar Brädeln ausgesucht und die streichen wir jetzt mit der Chalk Paint Farbe. Das ist ganz eine gute Kalkfarbe. Und was wir daraus machen, zeige ich dann. Is there anybody out there? I think I need a lifeline. I've been drifting through the darkness. For the sunrise, sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves. Are we gonna sink like Titanic? Our problems feel gigantic, like falling. Fertig sind die Brädeln, die sind richtig cool geworden und ich liebe diese Farbe, weil es geht so einfach, also da kann man einfach keinen Fehler machen. Meine Lieblingsfarben sind French Linen und Old White. Ich nehme eigentlich alle die zwei Farben her. Und dabei die Brädeln jetzt trocknen, zeige ich voll was Liebes. Wir machen jetzt da Herz aus Zweigen, das streichen wir dann weiß und dann dekorieren wir es noch lieb. Wir brauchen dazu wieder so ein Elektrodraht, dann so Bindedraht, die Kordeln und verschiedene Zweige.
Das ist so richtig cool geworden. Wir lassen das jetzt trocknen und dabei mal die Herzen trocknen lassen. Da ging was anders. Wieder ein Tipp. Ich habe da jetzt hergenommen Lärchenzweige und von der Klematis noch Zweige. Das ist mir überblieben vom letzten Mal. Was haben wir da gemacht? Das ist nicht ein Ei. Und ich gebe Ihnen keinen Tipp, wenn ihr so Zweige abschneidet und das draußen liegen lasst, jetzt wo es entweder wieder regnet oder schneit und es ist feucht, dann bleiben die Zweige schön biegsam und werden nicht brüchig. Und das ist wichtig für sowas, weil mit brüchigen Zweigen geht das natürlich nicht. Aber ihr könnt hernehmen, was wird's, was ihr im Garten habt. Es ist egal, was für eine Zweige. Jetzt brauchen wir so Hyazinthen, die von der Erde befreit sind. Ich habe da so 3er Tuffs gekauft, so in einem Topf, und die werden einfach von der Erde befreit und angewaschen. Dann hat man so Hyazinthen mit Wurzeln. Und ein Moos braucht man und einen Silberdraht und einen Bouillondraht. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Outdoors, forever free.
Unsere Hyazinthenkugeln sind fertig und die sind lecker. Und die Lea hat auch ein paar gemacht und dann hat sie gesagt, wie? Hat sie gesagt, jetzt schauen wir mal, ob das so leicht zum Nachmachen ist, wie ich immer sage. Und es war leicht, gell? Ja. Also es ist leicht zum Machen, es schaut super lieb aus. Man kann das so irgendwo hinstellen, man kann das auf einen Teller stellen, man kann es in ein Glasel da. Und was ich damit mache, das zeige ich dann am Sonntag, weil da ist dann der Teil 2. Aber jetzt haben wir bei unserem Herz weiter, beim Herz aus Zweigen. Sie sind jetzt trocken und schauen so cool aus. Durch die weiße Farbe wirken sie einfach ein bisschen frischer jetzt im Frühling, finde ich. Und jetzt machen wir noch was Liebes draus. Funny thing about love is you never really know when it's coming, but you better believe you'll know when it's there. True story. I must have been searching, though I wasn't looking for much. Checking out the scene, wasn't trying to get my numbers up. You know I keep it cool, I prefer to stay in the cut. Don't want no attention on me when I'm trying to shake the blues above me. But then I saw your face, it caused my heart to race. Girl, you're looking like a million bucks. Something about the way you strut your stuff. Oh, girl, you're fine as you wanna. What I'm supposed to do? Something told me got no time to lose. Go ahead and bust a move. Funny thing about love, when it comes and goes, you never know. So you gotta keep your heart exposed, and you can be sure there's no cause and no cure. And if it wants you, oh, it'll come and find you. Fall back just a little, don't wanna lead you on. Don't wanna push a feeling and make the feeling gone. You see, I got your number, but still I ain't used the phone, no. I let it breathe for a minute, baby. Next thing I know, you call. Damn. One thing I know about love, you never know when it's coming, but you sure know it when it does, yeah. One thing I know about love, you might get what you ask for. So you better be sure it's what you want. Oh. Wir sind für heute fertig. Ein Teil 2 gibt es dann am Sonntag. Da zeige ich dann, was ich mit den gestrichenen Brädeln mache, was ich mit den Hyazinthenkugeln mache und ein paar andere Tipps gibt es auch noch. Und ich kann euch jetzt noch kurz zeigen, wie lieb das ausschaut, wenn man einfach so Hyazinthenkugeln auf einen Holzteller stellt. Zwei Hyazinthenkugeln und zwei Teelichter. Schaut total dekorativ aus und ist so einfach. Und die Brädeln habe ich im Shop, weil es hat ja nicht, man kann sie ja auch einfach auf das Brädel stellen. Das muss ich jetzt da noch schnell sagen. Wie das schon allein das lieber ausschaut.
Einfach ein altes Brettl, weiß streichen, die zwei Hyazinthenkugeln und ein Teelicht. Dann hat man schon eine liebe Frühlingsdekoration. Und wer sowas nicht zusammen machen will, da hätte ich sowas im Shop. Da freue ich mich auch, wenn ich ein Backerl schicken darf. Wir sind fertig für heute. Das ist der Teil 1. Ich finde, das ist voll gelungen, ist leicht zum Nachmachen. Passt überall, also auch die Hyazinthenkugeln, die sind so schlicht, aber durch das Herz haben sie eine Besonderheit. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert, dann verpasst ihr kein Video mehr oder mal auf Instagram folgt, den betreut die Lea und sie kann das einfach viel besser wie ich, weil sie ist ja viel jünger und hat mehr Erfahrung damit. Aber da verpasst ihr dann gar nichts, weil da kommen die Neuheiten vom Shop und die Videos und die Shorts, also da würde mich freuen, wenn es mir da folgt. Und natürlich freue ich mich, wenn es im Webshop stöbert, weil da gibt es natürlich immer die Sachen, die ich verwende, so wie den Bouillon-Draht, den Silberdraht, die Wachteleier, die ganzen Teelichter oder das Holzbrett. Und ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag wieder.